So, liebe Freunde, es geht weiter hier in Mad Max und ja, seit der letzten Folge habe ich ein bisschen was dazugelernt durch eure Kommentare, durch im Forum nachgucken. Einmal, ihr habt gefragt, kann man denn auch aus der Ego-Perspektive spielen? Ja, kann man. Guckt euch das mal an. Also, die Übersicht lässt natürlich etwas zu wünschen übrig hier im Gegensatz zur dritten Person, aber wir können das mal ausprobieren. Was habt ihr noch gesagt? Achso, ihr habt gesagt, Mensch, du suchst doch Jeets Festung. Jeets Festung ist an einer ganz anderen Stelle. Und zwar ist Jeets Festung da oben. Das ist gar nicht hier in diesem neuen Gebiet. Da oben ist er. Da müssen wir also hin. Ich würde aber fast sagen, wir räumen hier noch ein bisschen auf. Hier diese rot gestrichelte Linie, die haben wir auch letztes Mal entdeckt. Das ist die, das ist eine Konvoilinie. Da fahren wohl in regelmäßigen Abständen Konvois lang, die man überfallen kann. Das werden wir auch machen. Aber, guten Tag. Wo kommst denn du her? Hallo? Oh, böse, böse, böse. Moment. Heidewitzka, sag mal, wo kommt der denn her? So eine Frechheit. Kannst du mal reparieren hier, bitte? Reparier du mal. Ich gehe inzwischen hier den Schrott einsammeln. Da ist mir der voll in die Anmoderation reingekachelt. Unglaublich. Unglaublich. So. Weiter geht's. Wo ist das Auto da? Ich wollte gerade sagen, ich pimp mal mein Auto noch ein bisschen. Da kommt mir der entgegengefahren und rammt mich mal frontal. So, komm rein da. Ich fahre noch nicht los. Ich lasse ihn mal reparieren. Ich glaube nämlich, wir haben 162 Schrott. Irgendwo war noch was abzugraden. Ja, hier. Grenzlandfedern erhöht die... Ah, und den Schutz des Fahrzeugs um 15%. Okay, das wäre interessant. Ne, das wollte ich gerade nicht. Ich gucke mal, ob wir noch was anderes haben. Oh, hier, was ist das? Dreifacher Nitrobus erhöht die Kraft des Busses um 25%. Ah, und jetzt kommt schon wieder die Qual der Wahl, weil wir haben ja nur 100. Also 162, aber wir können nur einmal upgraden. Ich gucke nochmal ganz kurz durch. Ne, jetzt müssen wir uns entscheiden zwischen dem Fahrzeug pimpen und und dem Boost. Ich würde fast sagen, wir erhöhen den Schutz des Fahrzeuges. Komm. Ja, her damit. So, danke. So, jetzt sind wir erstmal wieder pleite. Und jetzt kann es weitergehen. Bist du fertig mit Reparieren? Ja, wunderbar. Als nächstes suchen wir uns aus, würde ich mal sagen, hier einmal diesen Turm. Na komm. Und dann gehen wir mal hier hin. Das ist nämlich offenbar ein Quest-Info-Begegnung. Sprich mit den Ödländern. Wertvolle Informationen. Machen wir. So, bist du fertig? Da komm rauf, ja. Kam der mir einfach mal entgegen, ja? Unglaublich. So, ich glaube, ich fahre jetzt zu so einem Vogelscheuchenturm. Bin mir nicht sicher. Oder? Oder, 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 oder? Ist das ein... Hey, 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 hey. Uno. Ja, ja, easy, easy. Kann ich den da runterpolken? Ich krieg den. So, der wäre schon mal runter. Was hat er gerade gesagt? Ich habe ihn akustisch nicht verstanden. So, guten Flug. Komm mal da rein. Komm, ich probier's mal. Ey. Oh, da müssen wir nochmal. Moment. Und Attacke. So, bin drinne. Dann gehen wir da drinne mal aufräumen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier darf. Oh, Benzin, 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 Benzin. Aber brauche ich jetzt gerade nicht. Brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, ich gehe mal hier raus. Kommt mal raus, ruhig. Kommt raus. Ja, zack, zack. Solange ihr hier alle rauskommt, ist das okay. Was? Kettenabschluss? Zack, zack, zack. Und auch hier, inner. Ah, da hast du. Ich muss den mal kurz hier... Ah, ich wollte den hinrichten. Aus. Aus. Und mit dem Messer. Komm. Ah, und jetzt schnell mal was trinken, weil ich
glaube, wir haben ein bisschen was abgekriegt. Juhu. Komm, trink mal was. Max, trinkst du was? Nee, macht er nicht. Dann... Ah, die Flasche ist leer, so ein Mist. Uiuiui, war das wieder aufregend hier. Mit dem Kettenabschluss, das habe ich gerade nicht mitgekriegt, was das war. Gibt es hier keinen Schreier? Nee, offenbar nicht. Um die Gefahren eines Sturms länger zu überleben, sollte... Panzerung des Magnum Opus! Mano! Ich geh mal hier rein, ja? Kann man sich hier schützen? Ja, so ein bisschen. Fahre zu Cheats Festung. Ja, mach ich gleich. Ich will aber erstmal hier... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich muss irgendwo rein. Was ist das hier? Ach, da muss man rauf. Okay, okay. Ich bin dabei. Was machst du denn hier? Geh doch mal weg. Mann. Komm, rauf da. Ich sagte rauf. Max, du machst mich irre. Oh, rauf hier. Bin ich hier ein bisschen in Sicherheit? Ah, nicht sonderlich. Was haben wir da? Was ist das? Eine Mistgabel? Ach nee, Hundefutter. Lecker. So, ich guck mal ganz kurz nach, was wir hier haben. Das ist ein Ölpumpenlager, Knochenbruch. Ölpumpe zerstören. Ein historisches Relikt. Vier Insignien-Schrott. Ich habe noch gar nichts gefunden. Das kann sich eine Weile hinziehen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hier ist nichts. Was haben wir hier? Oh, einmal Schrott. Was gäbe ich dafür, wenn der Sturm aufhört? Ich sehe überhaupt nichts hier. Also hier oben geht es, glaube ich, nicht weiter. Nee. Hier waren wir gerade. Oh, der Sturm ist ja penetrant. Komm, Max, lauf. Ist hier wer? Nee, alles cool. Erstmal hier rein, ja, Schrott einsammeln. Auch hier gilt natürlich wieder, ne? Wie in allen Open-World-Spielen. Ich könnte direkt zu Jeets Festung. Ich schreie automatisch ein bisschen, weil ich Angst habe, ihr hört. Feldflasche aufzustellen. Ja, mach mal. Hier gilt natürlich auch wieder, ich nehme alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist, an Quests und an Entdeckungen. So, Wasser hätten wir. Und jetzt geht's weiter. Ist die Frage, wohin? Hier lang, ne? Ja. Oh, was mit Sturm? Was? Ein Warcrier. Okay, den Warcrier kriege ich da oben nicht runter. Kommt mal her. Los. Zack. Aus. Weg mit dir. Und auch weg mit dir. Ha, ha, ha. Au. Deckung. Erstmal Deckung. Kommt her, meine Kleinen. Kommt. Jawoll. Backdrop. So, ich glaube, das war's. Ah, ne, der lebt noch. Moment. Ey, komm hier, Ben. Der Arme. Oh, mach diesen Sturm aus. Der macht mich irre. Eine Schrotpatrone. So, jetzt holen wir erstmal den Warcrier da oben runter. Der hat aber auch keinen Spaß da oben, ne? Komm mal runter da. So. Wo kann man sich hier... Da geht's oben rauf. Ich guck mal nach, was da so ist. Oh, was ein Sturm. Was ein Sturm. Was ist das hier? Nichts. Okay.
runter und die Tür auframmen. Irgendwo war hier eine Tür. Was ist hier? Auch eine Tür, komm. Oh, einmal Schrott. 3 von 6. Sturm ist Sturm, sagt der Wurm. Oh Gott. Wo sind wir hier? Was haben wir hier noch? Oh, hier können wir auch mal lang gehen. Und nochmal Schrott, sehr gut. Und eine Insignie. Oh Gott, der Sturm hat aufgehört. Danke sehr. Ey, da wirst du echt taub. Da wirst du echt taub. Ah. Irgendjemand hat gesagt, das wirkt nicht wie ein Sturm, sondern wie so eine atomare Druckwelle oder sowas. Ja, du, was bist denn du für einer? Ich weiß ja auch nicht, was du von mir willst, mein Freund. Ja, und noch einer, komm. Oh. Und? Ich würde sagen, down. So, 12 Trefferserie. Da hinten ist nochmal Schrott, das sehe ich. Was haben wir hier noch? Ich glaube, du kannst mal die Lampe ausmachen. Ich glaube, die brauchst du hier nicht. Ja. Hier nochmal rein. 5 Schrott, aha. Was? Es ist Rudolf? Nein, es ist Max. Das klang so, als... Ja, kommt her, meine Schätze, Kind. Ja, kommt, ey, fein. Oh, zack, zack, zack. Zack. Und der nächste, bitte. Au, oh, das tut doch weh. Ey, hab ich den erwischt, ja. Ich sehe gar nichts. Ja, da hast du. Da willst du nochmal machen? Komm. Mach doch nochmal Da ist Sag mal, du bist aber stabil, mein Freund. Er lebt ja immer noch. Und ich würde sagen, wir haben fertig. Das ist er. Er hat irgendwas Besonderes. Nö, Schrott hat er. Oh, da können wir unser Auto hier entpimpen. Ich muss sagen, das Kampfsystem ist der Hammer. Das Kampfsystem ist mein ganz großer Freund hier. So, wir bauen noch einen Schrott. Was ist das? Ölbombe benötigt Explosion. Das ist cool. So, was haben wir hier? Oh, Moment, da war irgendwas. Da ist noch eine Insignie. So. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, 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 oh. Was ist das? The only trade food for government coupons. Cash not accepted. Alles klar, das wird so eine alte... Ach, historisches Relikt, sehr cool. Verlorene Paradies, alles klar. Straßenleiche Stufe 10. Ich guck mal kurz nach, was uns noch fehlt. Das Relikt haben wir, wir brauchen noch 2 Insignien und einen Schrott. Irgendjemand hat ja gesagt, dass ich mich da nachher dusselig suchen werde, weil es wohl... richtig, richtig große Lager geben soll mit 40 Schrott und allem drum und dran. Was haben wir hier? Was ist das? Halten, zerbrechen. Was ist das? Was mache ich da kaputt? Fällt mir doch gleich auf den Kopf. Okay. Gut, ich habe da gerade Ölfässer runtergeschmissen. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn erfüllt, aber ich habe es getan. Guck mich hier nochmal um. Ne, okay, wir brauchen Benzin, um die Ölpumpe kaputt zu machen. Nehmen wir doch das hier. Was haltet ihr davon? Da ist auch das letzte Schrott. Das können wir auch gleich einsammeln. So. Kann man auch in der Ego-Perspektive, also kann man auch hier in der dritten... Ne, also man kann offenbar nur im Auto in die Ego-Perspektive gehen. Wie kriechen den Ölkanister da rein? Hier. Also, anzünden. Und Weitwurf. Hui! Bumm. Disco Baby. Knochenbruch. Ölpumpe zerstört.
Ja, uns fehlt noch einmal Schrott und zwei Insignien. Das Schrott haben wir gesehen, wo das war. Was ist das hier? Kann das mal einer wegräumen? Das ist ja furchtbar. So, und schon sind wir nur noch auf Bedrohungsstufe 4. Das habt ihr mir ja erklärt. So, den Schrott hätten wir eingesammelt. Jetzt fehlen nur noch zwei Insignien. Die können sich etwas rar machen. Das haben wir ja gemerkt. Dann gucken wir uns hier mal um. Jetzt, wo kein Sturm mehr ist, haben wir vielleicht einen besseren Überblick. So, komm mal runter hier, Max. Vielleicht jetzt kommen. Ach so, ich habe das. Oh, das ist ja cool. Hier kamen wir vorher nicht rauf. Jetzt können wir uns hier nochmal ganz in Ruhe umgucken. Zum Beispiel diese Insignie kaputt machen hier. So, und da fehlt uns. Da kann ich helfen? Den habe ich gar nicht gesehen. Offenbar nicht. Okay, dem kann man nicht helfen. Dem ist nicht mehr zu. Hoppala. Da hat es kurz geruckelt. Ach, das sind jetzt meine Jungs hier. Meine Jungs und Mädels. Ist ja cool. Ist ja genialstens. Also wurde ja schon gesagt, dass man hier jetzt. Dass das jetzt unser Lager ist. Ich gehe aber hier noch einmal durch und guck mal, ob ich die letzte Insignie noch finde. Fahre zu Jeets Festung. Ja, mache ich ja demnächst. Na, wo ist es denn? Ach, guck mal. Da haben wir das Letzte. Ene, mene, miste. Auf Wiedersehen. Und da gibt es nochmal gleich ein Abschlussbildschirmchen. Zack, Knochenbruch 100%. Sehr cool. Und das zweite Lager zu 100% leer gemacht. Wie kommen wir jetzt hier am schnellsten zurück? Ich glaube, hier einfach nochmal runter. Und wie viel Schrott haben wir? Ich sehe gerade die Anzeige nicht. Ah, ich gucke gleich nochmal. Ich glaube, wir können unser Auto hier nochmal ein bisschen pimpen. Hallo? Wo geht's hier runter? Da, ich sehe es. So, können wir hier einfach mal so runterspringen? Ja, und da bricht er sich gleich der Haxen. Super, Max, toll. Lauf, lauf. Ja, der Max hat ja ein schlimmes Beinchen hier, das linke, ne? Das ist, glaube ich, auch aus dem ersten Film, oder? Wo hat er sich das linke Beinchen verknackst, dass er jetzt immer hier mit den Schienen rumlaufen muss? Bin mir nicht so sicher. So. Können wir gleich mal weitermachen hier. Wie viel Schuss haben wir denn in der Schrotflinte? Gar keinen. Das ist natürlich cool. Ich gucke erstmal hier in die Werkstatt rein und sage, oh, neu, 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 neu. Was haben wir denn? 191. Ja, kostet uns 300. Super. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo wir echt Schrott brauchen. Nochmal hier noch für den Motor. Erhöht die Beschleunigung. Kostet aber bestimmt auch 300. Ja, also offenbar nächste Stufe kostet 300. Blöd. Das heißt, wir können uns eigentlich nur hier diesen erweiterten Nitro kaufen. Nein. Nein, können wir nicht. Okay. Was haben wir denn da? Echt, wir können uns gar nichts kaufen. Noch nicht mal hier so Stacheln. 200, das ginge fast. Macht es praktisch unmöglich für Enterer auf dem Heck des Magnus Opus. Oh, ich hatte zwar noch keine Enterer, aber. Ne? Kommt bestimmt noch. So, und die Harpune, die hätte ich auch gern gepimpt, kostet aber auch 300. Na, ich würde sagen, wir haben einiges vor uns. Auspuff, was macht denn der? Höchstgeschwindigkeit um 20%. Okay, wir brauchen mehr Schrott. Führt kein Weg drum rum. Wir brauchen mehr Schrott. Kommt, Schumi, alte Socke. Raus hier. Ah, das hat sich doch gleich schon mal wieder gelohnt hier. So, das Ding hätten wir. Aber jetzt habe ich gesagt, oh, das ist ja gemein. Die Markierungen verschwinden offenbar mit der Zeit. Ihr erinnert euch noch, ne? Hier waren Markierungen. Bauen wir mal dahin. Ich glaube, da muss ich wieder mit so einem Ballon aufsteigen. Ja, wo fahren wir mal lang? Hier lang. Ich fahre mal zu diesem Questgeber da. Oder zu diesem Infogeber. Was denn? Ach, guck mal, wen haben wir denn da? Nein, nein, nein. Ey. Ich schieße dich mit der Harpune da runter, Freundchen. Komm. Boing. So. Gut, du.
Und das Auto machen wir zu Schrott. Da. Nochmal Anlauf nehmen, komm. Attacke. Oh, ist aber ganz schön stabil, das gute Ding. Naja, bleib locker. Ich hol mir nur den Schrott. Dann können wir zumindest ein Upgrade raushauen. Hoffentlich kommen jetzt keine Autos, sonst habe ich ein Problem. Was? So, hätten wir. Was macht der da hinten? Was machst du da? Nee, pass auf, das ist mir zu dicht an der Patrouillenroute. Da stelle ich einfach mal ein und dann. Hallo! So. Dann weiter zu dem Questgeber. Der hier irgendwo. Geradeaus einfach, okay. So, da ist er. Angeblich ist gar kein Questgeber. Was ist denn das? Was war das für eine dramatische Musik? So. Sprich. Ach, das hinten, das ist hier Chums. Was denn? Was schreist du rum? So, Junge, oder bist du Mädchen? Ich weiß es nicht. Avert your deadly stare, Walker. You do not want my hide. No. You want to kill the suckling swine of Scrotus's hordes. They have a camp on the edge of outer graves. View alone might be worth the massacre. But see to it that the war crier is muffled, or he'll pump them all up with his damn yells. Huh. If you feel nimble, there's a dangerous hidden pathway which might give you a bit of an edge in the carnage. Also ich würde sagen, ich platze einfach rein. Ein verstärktes Lager entlang der Grenze des äußeren Gräber. Suche entlang der Klippen nach einem versteckten Pfad, der dich unbemerkt hinführt. Verteidigung sollte mit dem Snipergewehr, welches ich nicht habe, durchbrochen werden. Pass auf die Felsvorsprünge auf, wo du hintrittst. Es gibt ein Bauteil im Inneren des Lagers hängenden Bauwerks. Belohnung, Information im Logbuch gespeichert. Aha. Okay, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich würde sagen, ich platze einfach rein wie Mad Max, ganz einfach. So, aber wir haben jetzt genug Schrott, glaube ich. Um unser Autochen abzugraden. Und zwar, das für 200 konnten wir upgraden, ne? 200 haben wir, jawohl. Jetzt ist die Frage, was konnten wir da für 200 upgraden? Ich glaube, die Spikes waren das, ne? Ja. Komm, packen wir mal Spikes drauf. So, wo sind sie? Ich will die sehen. Komm. Habe ich jetzt Spikes upgraded? Ja, zumindest hat's. Wo sind die Spikes? Da sind gar keine Spikes. Doch, natürlich. Mach doch die Augen auf. Da, hinten. Hinten, links und rechts. Okay, interessant. Jetzt gucken wir aber nochmal hier rein. Da haben sie gesagt, soll ich reinplatzen, ne? Hier so? Da wäre irgendwo, haben sie gesagt, wäre ein... Wäre ein Trampelfahrt, aber wo der sein soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir können es doch einfach auf die Harte machen, mal ganz ehrlich. Hoppala. Ja, auf die Harte. Ist hier irgendwo eine Verteidigung? Ne, wir können da einfach reinplatzen, ne? Ah, das ist ja nett. Warum machen die Tür auf? Hey, hallo? Kommt ihr her? Noch ein Ölpumpenlager. Krasser Shit. Kommt mal her, hier. Kommt mal zum lieben Max. Ja, kommt her. All fein. Ich warte einfach, bis ihr rauskommt. Zack. Zack. Zing, zong. Au. So ist aber nicht. Und? Hab ihn erwischt, jawohl. Jetzt komm. Eins, zwei. Zack. Au, nicht in den Rücken.
Zack. Da ist noch einer. Ich glaube, der Warcrier ist fertig. Zack. Oh, jetzt wird es aber langsam unangenehm hier. Au, der hat mich erwischt. Und mit dem Messer platt gemacht. Okay, okay, okay. Das war ein bisschen haariger. Das war ein bisschen haariger. Trink mal was kurz. Hier, komm, Max. Einmal Schluck Specht hier. Was haben sie hier fallen gelassen?